Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Was ist da hinten explodiert? Ich bin doch ein bisschen pisst von der letzten Folge. Aber was soll's? Ich habe da unten rechts ein seltsames Symbol, das gefällt mir gar nicht. Und ich habe höchstwahrscheinlich meinen ganzen Kram verloren, oder? Na komm, zeig mal her, zeig mal her. Ne, ist alles noch da, alles gut. Ich habe meine Leiche noch aufheben können. Was soll es da explodiert? Egal. ich werde hier abgelenkt von allen Seiten. So, jetzt hätten wir abgeschlossen. Immer was wir haben. Es gibt ja hier dieses Fasnacht-Ding ins Kirchens, ne? Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Gibt es hier irgendwo Fasnacht, irgendwas? Dass man weiß, wo es hier losgeht. Das Ganze soll irgendwie in Helwina stattfinden. Ich habe keine Ahnung, wo Helwina sein soll. Das ist jetzt, ganz seltsam. Moment, ist das vielleicht in meinen Quests drin? Sonstiges. Untersuche Harper's Ferry, sammle irgendwas, töte ein Wendigo, wie immer. Nö. Nicht mehr bei Ereignissen gibt's hier irgendwas. Hm. Ja, wie soll man denn einem Event beitreten? Im Fastnacht-Event. Achso, Aggressor. Wenn man nicht weiß, wo es sein soll. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall erstmal kurz auf meinen Status gucken möchte. Blutwürmer. Gibt das was Schlimmeres, als herzukommen und direkt die Seuche zu haben? Danke. Okay, wöchentlich. Überleben, Kampf, Sozial, Welt. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Fastnacht stattfinden soll. Ach ja, Wackelpuppen, die wir finden, werden wir sofort verwenden. Einfach nur, um die Atoms zu bekommen. Das triggert mich jetzt ein bisschen, dass ich nicht weiß, wo das Fastnacht sein soll. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich würde es halt echt sehr, sehr gerne machen. Also sehr, sehr gerne. Sehr gerne sogar. Ja, ich kann 415 tragen. Alter, bin ich OP. Ach, wegen den Stärkepunkten vielleicht. Oder... Ach nee, ich habe ja mir irgendwelche Medikamente reingestopft, ne? Gehen wir erstmal zu unserem Camp zurück. Gucken wir ganz gemütlich heute mal unsere Waffen. Einmal kurz prüfen unsere Waffen nach. Ich glaube, das haben wir neulich erst schon gemacht, ne? Wir sind Stufe 40. Wir sollten definitiv nachgucken, ob wir neue Waffen tragen können, bevor wir was anderes machen. Weil ich möchte gerne eine Waffe haben, mit der ich halt dicke Viecher platt machen kann. Gut, jetzt würden einige sagen, ja, nimm deinen Fatman. Ich hab dann auch ins Gehirn geschissen, oder? Haut mal ab hier. So. Sollte ich mir was zu essen machen? Ja, komm. Wenn die hier schon auf dem Silbertablett serviert werden, dann nehmen wir sie doch direkt mal mit. Jo, der Hammer ist schön blutig. Der Hammer ist neu. Den haben wir in der letzten Folge ganz, ganz zum Schluss bekommen. Insektenviecher. Kommt her! Ich zerquetsche euch mit meinem Hammer. Ich brauche einen Hammer, der gut gegen Insekten ist. Oh, ihr habt viel Leben. Gibt's hier im Watz-Modus? Ja. Ein bisschen sinnbefreit, aber gut. So, euch grill ich auch noch mal. Ihr seid ja Grillen. Dann haben wir gegrillte Grillen. Dann passt alles wieder zusammen. Okay. Uff. Wir müssen sowieso neue Fusionskerne und so mitnehmen. Den hier lassen wir kurz hier. Wie viele Kronkorken haben wir eigentlich? Können wir das direkt sehen? Wäre das eine Möglichkeit? 915, damit können wir uns keine weiteren Upgrades momentan kaufen. Schade. So, erstmal gesamten Schrott vernichten. Dann modifizieren und reparieren. Dönermesser, können wir da irgendwas machen? Nö. Wir haben ja jetzt unseren neuen schicken Hammer, ne? Das ist das einzig Positive, was wir aus der letzten Folge bekommen haben. Plus 10 Gesundheit. Nice. Schwere Rakete. Oh, okay.
Ja, also das Gewicht reduzieren Ding finde ich schon ganz gut. Von daher passt das schon. Hier können wir nichts machen. Der Dönermesser kann weg, Granatwerfer kann weg, das kann weg. Der Superhammer kann mittlerweile auch weg. Komm aus dem Zeug gar nichts mehr, ey. Ey, solider Automatiklauf. Ich wollte schon Atomlauf sagen. Ah, ja, cooles Ding, tschüss. Ist auch wirklich cool hier, tschüss. Maßgeschneidert, endlich bekommen wir mal was, ey. Nice. Na gut, dann haben wir das auf jeden Fall alles geklärt. Jetzt gehen wir runter zu unseren Waffen. Wir sollten erstmal den Schrott nochmal. Okay, alles gut. Schrott ist soweit erledigt. Die Truhe ist höchstwahrscheinlich knüppeldicke voll, ne? Aber Schrott passt noch rein, alles gut. Dann möchte ich gerne... Eisenerz. Das passt natürlich nicht mehr hin. Ja, behalten wir erstmal, was soll's. Ich werde demnächst mal aufräumen. Dann passt das schon. Oh, los, da hatten wir doch ganz, ganz viele von irgendwas, ne? Ach, und wir haben den Code noch nicht eingelöst. Hier, der ganze Scheiß kann weg. So, ich kann die nur einzeln da reintun? Ist das euer Ernst? Die wiegen doch eh nichts, ne? Ja, komm. Mein freies Wuttergar, die kann ich auch nur einzeln reinlegen. Ach Gott. Ja gut, was soll's. Munition. Ich möchte gerne 2 Fusionskerne mitnehmen. Dafür gebe ich dir die 38er, die 44er, die Granaten. Geht das noch? Ja. Oh, das kann alles rüber. Die Gamma-Munition von dem Scheißding, was wir bekommen haben. So, sehr schön. Was haben wir hier für Waffen, die wir jetzt mittlerweile mitnehmen können? Das Gauss-Gewehr. Das ist natürlich, das Gleisgewehr. Wir können das Gleisgewehr mittlerweile mitnehmen mit den Nägeln, ne? Macht 85 Schaden, aber können halt nichts drauf tun. Deswegen ist das echt nutzlos. Den hier möchte ich gerne mitnehmen, noch 5 Level. Der Golfschläger wird verkauft. Daisy Cutter können wir nicht so mitnehmen, ne? Der wird verkauft. Das wird auseinandergebaut. Macht nur 99 Schaden, ne? Wird verkauft oder auseinandergebaut. Der Kryolator, der macht ja noch nicht so wirklich viel Schaden. Wir haben doch einen anderen Kryolator jetzt, ne? Genau. 24 Schaden. 36 Schaden. Ist schon ein kleiner Unterschied, merke ich mir mal. Das Ding werden wir jetzt auch nämlich verscherbeln und dann ist gut. Weißt du, soll der ganze Scheiß jetzt mal hier weg. Heute ganz entspannt, ich will jetzt keinen Stress haben. So, Ruhmannschuh, tschüss. Kryolator, tschüss. Ja, Rückstoßdämpfen, da sauber. Immerhin etwas. Präziser Kolben. Okay. Dann möchte ich doch gerne jetzt mal hier rangehen. Und... Es sind einfach zu viele Sachen gerade. Wo ist meine Sniper? Das war der Kolben, ne? Okay, das gehörte nicht zu der Waffe. Schade. Ja gut, schade eigentlich. Einspruch, hier hatten wir... Ach, wir haben schon geguckt, ne? Ja gut. Dann lass uns mal den Scheiß verkaufen. Gib mir... Ah, da. So, heute kein Stress, Leute. Es tut mir leid. Muss auch mal eine kleine Folge haben, wo ich einfach keinen Stress habe. Ich meine, ich habe so auch keinen Stress. So ist es ja nicht, ne?
Aber nach der gestrigen Folge, ey. Bin ich froh, dass ich jetzt hier mal ein bisschen was machen kann, was ein bisschen entspannter ist. Und dann morgen hoffentlich, wenn ihr mir geschrobt habt, wie ich zu dem Ding ins Kirchens komme, im Event, dann würde ich da gerne, sehr, sehr gerne hingehen. Also bitte, bitte, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Das wäre echt nice. Ich würde sogar einen Daumen hoch geben. Mache ich ja öfters auch. Ja, ich glaube, die Katze hat mich wieder angegriffen mit Haaren. Und mal gucken, vielleicht können wir uns ein neues Upgrade leisten für unsere Power-Rüstung. Ich hoffe, ich kann sie auch später abnehmen, um sie in der besseren Power-Rüstung zu geben. Alter, Auge! Ich reiß dich gleich raus. Sei nicht so nervig. Ich muss gleich zur Arbeit, da musst du funktionieren. Sonst werde ich überfahren. So. Tausche Kronkarten gegen. Du kriegst erstmal die ganzen Granaten hier, mein Freund. Tausche. Du hast eine Planke und ein Radiumgewehr? Gegen Kronkarten. Wieso? Achso, ich bin unter Waffen. Alles klar. So, die Splittergranaten kriegst du auch. Den behalte ich. Den Golfschläger kriegst du für 2 Kronkorken. Diese Verkaufseinheit verfügt über Anti-Diebstahl-Vorrichtungen. Kommen Sie nicht auf dumme Gedanken. So. Der schwarze Diamant kann auch weg. Und damit haben wir das auf jeden Fall erledigt. Kleidung, haben wir da noch irgendwas Großartiges dabei gehabt? Ja. Warte, beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Bitte, du kannst weg, naja, du kannst weg. Die anderen sollten, die anderen Kram sollten wir einmal kurz angucken. Besagte Finger bestraft. Also, hier haben wir, beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte, reduziert den Schaden beim Sprinten um 15%, wenn du ausgeschaltet bist, erhältst du, ja gut, das kennen wir ja. Du kannst auf jeden Fall weg. Schaden durch Tiere und plus 1 Charisma, das kann auch weg. Ich wollte nur sicher gehen, ne? Nicht, dass ich da irgendwas Gutes verkaufe. So, sehr schön. Ja, die Schlüsselkarte. Wohl. Die Schlüsselkarte behalten wir tatsächlich, ne? Alle schreien gerade, nein! Mach's nicht! hier, die Maulwurfszene kannst du haben. Ich habe mir nichts zu essen gemacht, ne? Na gut. Können wir später mal noch machen. Gut. Schauen wir mal, was er für uns so Schönes hat. Matratze, hast du nicht gesehen? Briefflasche. Briefflasche? Ja, ist klar. Ja, das sind meine Sachen. Ob die anderen Spieler jetzt auch sehen können? Und der 608, ne? Ich krieg 23 Kronkorken und der verkauft sie für 608. Was für ein unglaubliches Arschloch ist das denn? Bei wem habe ich nochmal die Power-Rüstungssachen gekauft? Stabilisator. In Ordnung. Shit. Ich dachte, jeder verkauft die. Offensichtlich nicht. Aber weißt du was? Gib mir Blei. Ja gut, belassen wir es dabei. Was soll's. Okay, dokeli. Dann gucken wir mal, was wir heute machen. Folge der Aufseherin, Hauptquest. Sonstige. Wollen wir zu White Springs mal gehen? Töte wilde Golfergule. Machen wir das mal. Also, wenn nämlich gerade in der Nähe, es kostet nicht viel. Und ich hoffe, die Gegner sind da auch nicht mehr allzu stark. Ja, und
Ich hoffe, dass das Event morgen noch da ist. Wenn es nur eine Woche geht. Ich könnte es auch endlich googeln, aber ich habe mein Handy nicht hier. Also. Okay. White Springs. Gib mir Gule. Reicht das? Oder ist hier was? Das Level gefällt mir. Ihr könnt ruhig legendär sein, ist gar kein Problem. Würde ich begrüßen. Ihr seid aber keine White Spring School, oder? Ich glaube ja nicht. Oh, legendär! Ich habe das Gefühl, dass das Update mehr Legendäre hervorgebracht hat. Kronkorken, A-Klammer, Bora. Warum hatte der einen Bohrer dabei? Der war verdammt nochmal legendär. Er wendet automatisch alle 60 Sekunden ein Stimpact, wenn du getroffen wirst. Zwei Legendäre auf einen Haufen. Was ist denn hier los? Noch ein Legendärer! Huh? Ich glaube, ihr übertreibt das ein bisschen hier. Wieder eine Rüstung. Hört das doch irgendwann auf hier mit euch? Plötzlich ist hier ein 62er. Was ist das hier los? Ist hier vielleicht noch mehr? Übertreibt ihr es nicht ein bisschen mit den Gegnern? Und drei Legendäre? Waren das jetzt drei? Ja, ne? Ernsthaft? Ach du Scheiße. Oh, legendär. Vier Legendäre auf einen Haufen. Wo kommen die denn alle her, sag mal? Stipp halt. Kann ich bitte noch mehr Rüstung bekommen? Wiegt 90% weniger. Zählt nicht als Rüstung. Und wieso hast du... Du bist ja nicht mehr legendär. Los. Vier Legendäre auf einem Haufen, also wie fester. Ich glaube, ihr übertreibt das gerade ein bisschen mit dem Content hier. Ich sollte erstmal ein bisschen mehr spielen, bis das nächste Update kommt, ne? Um die ganzen legendären Sachen zu farmen. So, du hast einen Stern, ne? Ja, gut. Stufe 15. Stufe 50. Wiegt 90% weniger und zählt nicht als Rüstung für die Chamäleon-Mutation. Weil es ist eine Chamäleon-Mutation. Aber du zählst höchstwahrscheinlich als Rüstung. Wir behalten ihn erstmal. Vielleicht könnte sie mit unserer Waffe auch kooperieren. Ich meine, es ist nicht wirklich viel Rüstung, aber... Wie viele Sterne? Ein. Und eine Mistgabel, die mir irgendein anderer gibt. Was? Bora? Ernsthaft? So bekomme ich einen Bohrer. Zwei Schaden. Was ist denn das? Wieso bekomme ich einen Bohrer? Hä? Und die Mistgabel, wow. Mein Hammer ist nicht registriert, ach. Kennt jemand von euch diesen Bohrer? Ist der gut? Kann man ihn ordentlich upgraden, dass man mit dem alles platt machen kann? Wieso brennt das hier? Da kann man auf jeden Fall nicht rein.
Ja, komm, lass uns ein paar legendäre schnitzeln. Vielleicht kriegen wir ja mal eine gute Waffe. Ja, hier brennt alles. Warum, ey? Egal, wir sind hier, um White Springs Ghule zu töten. Nicht, um hier Picknick zu veranstalten. Du leidest an Redwürmern. Ach, komm. Besser auf Redwürmer. Was ist das da hinten? Kleiner Roboter, oder? Ne, ist Mülleimer. Alles gut. Wo sind denn die besagten White Springs Ghule? Das sind Robotoren. Ja, das ist ein deutsches Wort. Robotoren. Habe ich mir gerade nicht ausgedacht. Hey. Oder kommen die erst, wenn man hier die Bomben fallen lässt? Ich habe das Gefühl, die kommen erst, wenn man hier die Bomben fallen lässt. Weil ich sehe hier nämlich keine. Die einzigen, die da waren, waren da oben. Vielleicht gibt es hier irgendwo welche. Gehen wir mal in das Haus da oben. Vielleicht finden wir da noch mal vier legendäre. Das wäre geil. Frosch! Oh mein Gott, was machst du denn hier? Guck mal hier, mein Kleiner. Uranerz, nice. Er hat Freunde mitgebracht. Das ist ja lieb von dir. Jedes Mal, wenn ich diesen Hammer schwinge, habe ich so das Gefühl, dass da gleich eine Brandbestie kommt. Das hört sich halt einfach an wie eine Brandbestie. Wie so ein Flügel. Höre ich da einen Ghoul? Ernsthaft? Ist ja nicht so, als wäre ich gerade problemlos durch die andere Tür gekommen. Jetzt wollen die mich hier aber verarschen, ne? Also, das ist schon Mobbing. Okay, ich dachte, das wäre ein Ausgang, aber offensichtlich ist es das nicht. Hier ist einfach nur ein Lagerzugang. Ohne irgendwie gute Sachen. Oh, Bier. Okay, ja, das Bier. Erst sammeln wir den ganzen Alkoholzeugsgedöns, ne? Und dann nutzen wir es. Das ist der Plan der Pläne. Ist da auch ein Ghoul drin? Cool. Wieso ist die Toilette überhaupt abgeschlossen? Ist ja nichts. Seltsame Geschichte. Okay, wo befinden wir uns jetzt? Hier, okay. Wir wollten ins andere Gebäude. Da rein. Gucken, ob wir irgendwo White Springs Ghule finden. Aber ich habe das Gefühl, dass die erst kommen, wenn die Bomben fallen. Wilder Plünderer Ghoul. Komm her! Wilde Golfer-Ghule. Ist auch nur ein Plünderer. Ah, da sind hier die Schlüssel erforderlich. Okay. Die Häuser, bei denen wir schon mal waren. Schlüssel erforderlich. Okay. Ich erinnere mich, dass es hier Hunde gibt. Und Ghule. Da ist ein Handabdruckscanner. Okay, random Schaden. Wir sind nur plündere Ghule. Also ich habe echt das Gefühl, dass hier die Bomben erstmal platzen müssen, bis wir... Bis hier so ein Golfer-Ghoul kommt. Jetzt sind wir schon dran vorbei, oder? Nee. Wir werden höchstwahrscheinlich nochmal mit einer Quest hierher kommen, denke ich mal.
Also ist das jetzt nicht so schlimm, wenn wir hier jetzt nichts reißen können. Stechflügel? Oh, komm her, Junge. Dich mache ich platt, dich zerquetsche ich. Rache! Erinnerst du dich noch, als du mich fertig gemacht hast? Hm? Nicht so cool, wenn man fertig gemacht wird, ne? Es sollte dir eine Lehre sein, nie wieder jemanden fertig zu machen. Nämlich nicht nett. Ungebärdige wilde Golfergule. Was ist ungebärdig? Hört sich an, als wären sie noch nicht geboren. Bist du ungebärdig? Nee. Du bist 62. Der Hammer ist echt gut, ey. Legendär. Also, die haben da echt irgendwas komisch gepatcht. Ah, Roboter-Robustteil, cool. Wiegt weniger. Ich habe das Gefühl, wir werden hier nicht fündig. Hey! Lauf nicht weg! Okay, wir haben den Boss gefunden, aber es ist, kann doch einer legendär sein? Das wäre echt klasse. Vielleicht mit einer hübschen Waffe, die ich jetzt sogar tragen könnte. Aber die sind alle, glaube ich, viel zu low im Level, ne? Um irgendwas zu bringen. Weiße, verzierte Vase. Ja, nehme ich mit. Ja gut, hier wird es nichts geben. Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir morgen mal unser Glück. Mit dem Event, den würde ich nämlich sehr, sehr gerne machen. Und dann werden wir hier eines Tages wiederkommen, wenn die Bomben gefallen sind. Weil ich glaube, das ist eine Quest, die auftaucht wegen den Bomben. Denn ich erinnere mich, dass wir diese Quest bekommen haben, als die Bomben gefallen sind. Und ich denke mal, damit wird es zu tun haben. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Dann nicht mehr ganz so entspannt wie heute. Also heute habe ich es ganz entspannt gehen machen lassen. Deswegen habe ich auch so eine Quest gewählt, damit ich wieder runterkommen kann. Ne? Dass ich hier mich nicht quälen muss, weil ich gestern so aufs Maul bekommen habe von dem Spiel. Ich wollte heute einfach nicht nochmal aufs Maul bekommen. Bin ich ganz ehrlich. Sind hier vielleicht Golfer-Ghule am Start? Kurz gefragt. Ist hier überhaupt irgendjemand am Start? Ich habe das Gefühl, dass wir hier am Anfang waren. Ja, okay, wir waren hier. Hier waren die Legendären. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall zu der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.